Einen wunderschönen guten Abend zu Livestream-Konzert Nummer 15. Heute wieder aus meinem Wohnzimmer und nicht aus dem Wald. Oder jedenfalls aus meinem Wohnzimmer im Wald. Wer weiß, wo ich wohne, der weiß ja, dass ich hier ein bisschen draußen bin aus der Zivilisation. Und das Lied eben, das wurde schon gefragt. Das sage ich gleich nochmal auf Englisch. Ladies and gentlemen and marsupials, and yes, I bid you a warm welcome to the 15th live streaming concert from my living room. This time not directly from the forest, but embedded into the forest. Whoever knows where I live might know that I live a little remote from the bigger cities and with all the compromises that come with that. Like, I don't know, I never know if my internet connection will hold, but for the moment it seems to be okay. And we have 20 seconds of buffer, so that should do fine. And I welcome you. There was one question here. About the name of the tune that I just played, that was called La Biche Blanche, the White Hind, which is an old European myth and a mythology piece about just that, about an animal that is mythologically involved, let's put it that way. Also das Stück heißt La Biche Blanche, also die weiße Hirschkuh, und das ist ein ganz alte europäische Sage, ein Mythos, der eben genau um dieses Tier geht und um den mythologischen Zusammenhang mit dem mythologischen halt. So. Und es gibt das Lied in verschiedenen Arrangements, in verschiedenen Versionen. Und ich habe heute meine eigene zum Besten gegeben. Es gibt es aber auch wirklich, also schon fertig arrangiert mit Noten und so. Ihr müsst nur nach La Biche Blanche gucken und dann findet ihr das. Ja, schön, dass ihr alle da seid auf jeden Fall. It's nice to have you around again, around here virtually. I never get used to this. And some of my colleagues are starting to play in front of people again, which is great and a great relief, really. And I can't wait to do the same. Also die ersten meiner Kollegen und Kolleginnen haben angefangen, jetzt wieder vor Leuten zu spielen. Also in einem ganz kleinen Zusammenhang. Ihr wisst ja, man darf in vollbesetzten Flugzeugen jetzt fliegen, aber nicht in vollbesetzten Konzertsälen Konzerte genießen. Das geht nicht. Warum auch immer. Und die Künstler scheinen da also nicht so lobbymäßig verarztet zu sein wie Fluglinien. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Auf jeden Fall geben sie aber jetzt die ersten Konzerte wieder. Und das freut mich sehr. Und ich kann es selber nicht erwarten, das auch wieder zu tun. Es ist so wunderschön nach wie vor für euch zu spielen. Ich liebe das. Und irgendwann begegnen wir uns dann auch wieder persönlich. So whenever it happens again that I can play for an audience that is in the same room at the same time, I'm looking forward to that. But, you know, for the moment I'm enjoying this and I hope you do as well. You are. No. Ella says, excellent sound. Yes, I worked on it, actually. I worked on the sound for the past week and I realized that I had told everybody that, yeah, if you want to improve the quality, you have to take this step and you have to invest. Turns out I didn't do that. I didn't go the whole way. And I had to do my homework. And even, you know, as a sound engineer with years of experience on the stages of this fair country, I had to sit down and figure out what to do, and I hope the sound improved this time. I eliminated, what's it called in marketing, it's called to cut out the middleman. I saved a lot of cables and the setup now is actually much simpler than it was, and it's less of a brute force attack now, and it's more subtle and hopefully effective. Also ich habe am Sound ein bisschen gearbeitet. Ich hoffe, es kommt gut rüber. Und ich kann das jetzt sogar hier auf dem gleichen Rechner monitoren, was ich hier anstelle. Und habe tatsächlich auch nochmal, ja, das scheint gut zu, also es sieht gut aus, hoffentlich klingt es auch so. Und ich musste da wirklich nochmal meine Hausaufgaben machen. Also nochmal so ein bisschen, also da auch als Tontechniker nochmal
ein bisschen die Faktoren angucken und habe also, was man in der Marketingsprache nennt man, dass man eliminiert den Mittelsmann oder den Zwischenhändler. Und to cut out the middleman. Also ich habe jetzt mein Setup vereinfacht. Es ist also weniger Komponenten, es sind ungefähr 10 Meter weniger Kabel. Und das Ganze ist jetzt also fast eigentlich portabel und kann sogar auf Batterie laufen. Das bringt mich ja auch auf Ideen. Also auf jeden Fall hoffe ich, dass das gut rüberkommt. Yeah, especially compared to some of the other live streaming musicians. I think most of them actually use their mobile phone and they just press the live streaming button and place it there. That's fair enough. If you have a good enough mobile phone, it will render a good quality. But I know what you mean, and there are some things to improve. However, the more factors you have in that equation, the more you can get wrong. As I did last week, there was one cable not seated correctly, one channel was out of phase, and the whole sound basically broke down. And it was much to my dismay, but I couldn't do anything about it because I only realized it afterwards. The good news is I have a recording, a backup recording, that didn't have this problem. So I have some pieces there that I isolated from last week's concert, and I will post them on my channel as well for you to enjoy, so that you don't have to put up with the bad sound from last week. Also ich habe ein paar Sachen noch gerettet von der letzten Woche, wo ich hier mit der absolut zauberhaften Julia Lehne war und zusammen Musik gemacht habe. Wer weiß, vielleicht machen wir das ja wieder mal. Und da sind einige, das ist euch auch aufgefallen, da war der Sound nicht so gut. Da hatte sich eine Phase umgedreht und da war ein Stecker nicht richtig drin. Und dieses Problem kann jetzt nicht mehr auftreten. Es können andere Probleme auftreten, aber dieses nicht mehr. Und ich habe ein paar Stücke von letzter Woche auch gerettet. Also sind die noch verfügbar auf meinem Kanal. Eins habe ich schon dahin geschickt, wo ich da mit den zwei Harfen unterwegs bin. Und den Rest lade ich dann also die nächsten Tage hoch. Dann müsst ihr also nicht mehr mit diesem etwas kompromittierten Klang leben von letzter Woche. So, dann wollen wir doch mal schauen. Ja, genau. Ich stimme Julia dazu, die hier gerade noch was zum Thema volle Konzertsäle und volle Flugzeuge schreibt. Ja, gut, kann man jetzt lange drüber diskutieren. Können wir gerne außerhalb dieses Konzertes tun. Ich möchte jetzt erstmal noch ein bisschen Musik für euch machen. So, als nächstes Stück steht hier Improvisation with Chords. Na, dann machen wir das nochmal. Spoke to my assistant. When you spend a long time in the forest alone, you have an assistant. Thank you.
Thank you.
Ja, wer hat's erkannt? Das letzte Stück. Da bin ich reingerutscht aus der Improvisation heraus. Ich schau mal, ob es jemand erkannt hat. Ich sehe, wir haben ein Geburtstagskind. Das wurde übrigens auch zwischendurch nicht vergessen. Dann also schon mal vorweg herzlichen Glückwunsch an die Astrid. Ja, und das Stück, ich habe es jetzt immer noch nicht gelesen. Vielleicht hat es noch keiner geraten. Na, wir können noch ein bisschen, können die Raterunde noch offen lassen. Ja, ein Lied, was mir noch eingefallen ist, jetzt habe ich schon wieder so viel gequatscht. Also ein Lied, was mir noch eingefallen war, was ich für euch spielen will, das passt jetzt überhaupt nicht zur Jahreszeit, aber es ist mein Herbstlied. Ein Herbstlied, was ich mir mal ausgedacht habe. Und mir ist heute so warm. Wir haben es hier drin, ich weiß es nicht, gerade 26 Grad oder was. Und draußen auch. Zu dieser späten Stunde noch und gerade hat es schon so ein bisschen gedonnert, aber nur drei Regentropfen sind gefallen. Also mir ist im Moment wirklich sehr warm und ich bin kein Sommertyp. Mein Gehirn hört dann immer auf zu arbeiten oder es wird jedenfalls sehr langsam. Und da freue ich mich irgendwie, naja, auf den Herbst, weil vielleicht auch ein bisschen was passiert. Da gibt es Wind und vielleicht Sturm und Regen und ich mag es, wenn sich Sachen verändern. Und der Sommer ist natürlich auch schön und grün und man kann raus und muss nicht so viel anziehen. Aber ja, jedenfalls jetzt schon mal vorweg für euch das Herbstlied. So, I'm playing my autumn song. Of course, it's not the season for it. But believe me, it's very warm in here now and we have like 26 degrees centigrade in here and I'm probably very sweaty. I'm changing my shirt very soon. And then to mitigate that a little bit, I'm playing a song about storm and wind and rain. Thank you.
vielen Dank für den Applaus schon mal. Das war das Herbstlied oder mein Herbstlied. Es gibt ja viele verschiedene. Und irgendwie ist das ja auch ein Thema für viele Lyriker gewesen. Natürlich Rilke und ganz viele andere, die Herbstgedichte geschrieben haben. Ich krempel mir übrigens gerade meine Hosenbeine hoch, damit ich hier nicht sterbe. Also es ist wirklich echt warm hier drin. Ich glaube, ich muss mal mein Hemd wechseln. Also so ein bisschen eine Sauna. Aber die Harfe macht das erstaunlich gut mit. Und er hat auch schon wirklich viel erlebt in ihren 25 Jahren. Also auch schon härtere Bedingungen und höhere Temperaturen. Ich muss also sie sehr loben, dass sie das alles mitmacht und mit mir durch die Welt zieht. So, thank you for the applause. And this was my autumn song. There are many others and many lyricists, many poets have taken on that topic as well and written beautiful poetry about the autumn and the season. And I think it's because it's because it's interesting, because stuff happens, and also maybe you get sadly reminded of the mortality and of the of all things being ephemeral and finite. But that's what we like, and that's how life matters. Also die Herbstgedichte drehen sich ja ganz oft um die Vergänglichkeit und die Sterblichkeit, aber das ist ja auch gerade das, was unser Leben zu etwas macht, was einen Unterschied macht, jedenfalls für uns. Und wir stemmen uns dagegen mit Kunst. Ich hatte da vorhin schon mit meinem Assistenten gesprochen. Ich habe so festgestellt, wenn man lang genug allein im Wald wohnt, dann hat man automatisch Assistenten, die laufen dann einfach so rum. Okay, and the sound seems to come across. That's very good. I'm delighted to hear. And Klaus says there are dropouts. Okay. Ah, good. Okay, so it was a technical problem, right? It was a problem on the receiving end. I'm quite happy. YouTube says I have an excellent connection here, so I from a technical point of view, it shouldn't actually work, but it does, from my very feeble countryside connection here. Now, what else do we have? Something more delightful, perhaps. Yes, that's true. I have on my list, I think I played it before in one of the live streams, and it's called The Butterfly, or The Butterfly Jig. And that's on my first album, if you want to give it a listen. It's available on my website, and also on iTunes, and as I learned today, I'm on Spotify as well, so it's available there, and some other channels. So, The Butterfly Jig. Oh, and the name of the tune that I played is. That's from Skyrim, from the Skyrim soundtrack. Skyrim is quite a popular fantasy computer game, and this is from the soundtrack that is also played while you're gaming. And what's the name of the composer? It escapes me right now, but it's called Ancient Stones. This particular song. Also das Lied, was ich vorhin gespielt habe, ist von einem Computerspiel-Soundtrack von Skyrim, wo man so in der Gegend rumlaufen kann und die Welt erkunden kann und Drachen töten und so und das Böse besiegen, wie man das halt so macht. Und das ist von diesem Soundtrack, also ein Lied davon, Ancient Stones. Also ich zur Technik. Höre ich hier Gutes? Es scheint zu klappen. Das ist immer schön. Das ist auch jedes Mal wieder schön. Das ist ja Livestream Nummer 15, aber es muss ja trotzdem jedes Mal wieder klappen. So I'm hearing good things about the
about how about the experience on your end. And from a technical point of view, that's good because it's live stream concert number 15, but everything can go wrong every single time. And I have to get it right every time. So this is good to know. Butterfly jig. Thank you.
There we go again. There are so many things that can go wrong. And I, like, all of a sudden my assistants are gone. Where are they? So thank you for the reminder. Genau. Also Jeremy Soule war der Komponist von dem Skyrim Soundtrack. Gut erkannt, vielen Dank für den Tipp. Ich bin jetzt nicht so ein Computer-Gamer eigentlich, aber ich fand es ganz nett so zur Zerstreuung. So Skyrim was something I discovered a few years ago. I think it came out in 2012. And ever since, it's been very popular. And for me, it's a nice little pastime, but I'm not a hardcore gamer or anything. Okay, ja, genau. Also danke für die Hinweise. Jetzt ist für mich der Punkt gekommen, es ist noch nicht ganz vorbei, das Konzert. Also wartet noch ein bisschen, aber ich muss jetzt wirklich mal das Hemd wechseln, das geht nicht. Ich bin ein bisschen nass hier. Gleich wieder für euch da. This is Aids. So I'll be right back, and now I'm backstage, or side stage really. I'm changing my shirt, and I will not broadcast that to the world, but not in this video anyway. But I have to put on something a little lighter, and I'll be straight back. So, back we are in a slightly more relaxed fashion. Maybe that's for the informal part of the concert too. Thanks for bearing with me. Also danke fürs Warten. Ich fühle mich jetzt ein bisschen leichter. Es ist wirklich sehr warm. Ich will gar nicht gucken, wie warm. Und die Türen sind zwar auf, aber es ist draußen noch sehr schwül und drückend. So much for the weather. Yeah, Hawaii hemd. No, I don't have one actually. I don't have a shirt with Hawaiian flower patterns. Maybe it's about time to get one. And the harp is still there. It's wonderful to talk to you, and thank you for participating in this. Es ist sehr nett, mit euch zu chatten hier nebenbei. Und ich muss mich dann immer daran erinnern, dass ich ja nicht so viel reden will und ein bisschen mehr Harfe spielen. Also zwei Sachen habe ich noch für euch. Heute und bevor die Stunde um ist und ich vielleicht ein bisschen weniger überziehe wie beim letzten Mal. Ein Stück habe ich hier noch stehen, das heißt Improvisation / Klang. So one piece I want to play for you. Actually it's two pieces that I want to play for you tonight before we part again. But this is called Improvisation / Sound, which means play around with the sound and see what happens. And apparently there are ants living in my reverb. In meinem Hallgerät leben jetzt Ameisen, sehe ich gerade. Tja, so ist das, wenn man im Wald wohnt. Thank you.
Ja, das war meine Klangimprovisation. Ich versuche das immer so ein bisschen. Bin ich da? Ich glaube, ich bin da. Ich glaube, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Wo ist hier? Ah, da ist es. Ist ein bisschen nach hinten gerutscht. So, da bin ich wieder nach der Klangimprovisation. Ich versuche das immer so ein bisschen zu deichseln und so zu einzuschränken, was mit den Klängen und den Tönen alles so passiert, weil das natürlich in verschiedene Richtungen gehen kann und es kann ausufern, es kann unstrukturiert werden oder ganz langweilig oder es ist so ein, ja, es ist entweder ein Gewaber oder es ist ein Geplänkel. Und das will ich nicht. Ich will eine Struktur, aber auch eine, die sich wandeln kann. Und das ist eben dieser schmale Grat, bei dem man sich beim Improvisieren oder auf dem man sich befindet. So, when I improvise, oh, thank you very much for the applause and for your nice feedback. I'm reading along. When I improvise, I always try to be interesting, and also for myself, I don't want to go the easy path, and also I don't want to have it as a rubato kind of mess that where nothing really happens. And on the other side, I don't want it to be trivial or boring. The last thing I want here is, cause any kind of boredom on your side and also on mine. So that's my general interest when I improvise. And that's what happens when you let it flow and see what you come up with. So let me just catch up here one more time. Genau, der Wald hallt, ja, genau. Und Wald erzeugt Gegenwald. So. Ja, Nadja schreibt, leben die Ameisen im Allgerät im Room oder auf der Plate? Gute Frage, Nadja. Ich schau mal, was da noch so drauf steht. Da steht auch noch Church und Shim und Spring. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht war es ja der Maschinist. Nadja is asking about, because I saw an ant just running from the reverb pedal thing, and maybe it was the engineer. I don't know. At least it's still working. Now for my last piece. I have to reprogram here. We have a birthday girl here, Astrid L, who is present, and please congratulate her kindly to her happy day. And I prepared a piece for her because she asked for it and she gets it. Also ich habe für die Astrid, die jetzt hier Geburtstag hat und der ihr bitte alle ganz nett gratuliert, sie hat sich ein Stück gewünscht, einen alten Jazz-Standard. Und ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Und so ein bisschen, wie immer, habe ich meine Version daraus gebastelt. Das Stück wurde komponiert in den späten 30er Jahren des letzten Jahrhunderts von einem Herrn namens Paul Desmond. Und ist ganz berühmt geworden durch die Version von Dave Brubeck und seinem Quartett. Das Stück, ihr habt es wahrscheinlich schon geraten jetzt, heißt Take Five. Und Take Five heißt übersetzt sowas wie, ich nehme jetzt mal 5 Minuten Pause. Das mache ich dann danach. Und ich jetzt hier mein. Mein Getränk aufhabe, dann habe ich noch eins da hinten. So, the birthday piece that was on the wish list, it was composed by a gentleman called Paul Desmond in the late 30s of the past century, and made very famous by the Dave Brubeck Quartet. And you already guessed what it is. It's called Take Five.
And take five means I'm going to have a little break. So, yeah, and I'm playing my version, as always. Now. Thank you.
So, happy birthday again. And that was my version of Take 5 for you. And I'm going to Take 5 now. I'm going to go outside for a bit and evaporate the heat that I accumulated here. But it's been a wonderful evening playing for you, and I greatly enjoy this, even if it's the fifth time or the 10th time or the 15th time. And next week there will be a concert. Now we are approaching the holiday season, and I will be on the road for a bit, and so some of the concerts will not take place every Saturday. And I will announce it in due course, and with ample time in advance, so that you can prepare yourself, and also you can listen to the to all the other live concerts that are taking place. It's quite a few to choose from. Also vielen Dank fürs Zuhören auf heute. Ich bin nächstes Wochenende auch wieder mit einem Konzert dabei, mit einem Livestream. Und wir nähern uns so langsam der Urlaubszeit, und ich werde auch ein bisschen unterwegs sein und von dort aus vielleicht auch streamen und vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Ich sage aber auf jeden Fall an, wenn mal ein Konzert ausfallen sollte, und ihr wisst dann rechtzeitig Bescheid und könnt euch darauf einstellen und könnt natürlich auch die ganzen anderen Livestream-Konzerte hören, auch von teilweise von Leuten, die anwesend sind, die Nadja zum Beispiel, die gibt morgen eins, da kann man noch Tickets kaufen, hoffentlich, vielleicht ist schon voll, aber ich glaube, Internet ist so schnell nicht voll, und das ist dann also auf der Website von Nadja Birkenstock zu finden oder auf ihrem YouTube-Kanal. Ja, und da ist also reichlich Auswahl. So, if you want more live concerts, there's one tomorrow by Nadja Birkenstock, who is also present here. She's one of my most faithful participants in this stream. So thanks for tuning in every time. And I'll be tuning into yours tomorrow. And maybe some of you as well. And you can buy tickets from Nadja directly via her website, Celtic Harp, Keltische Harfe Info, glaube ich. Oder eben einfach Nadja Birkenstock googeln. Vielleicht sagt sie auch noch ihre Adresse dazu. Meine Adresse sage ich auch noch dazu. Da gibt es wieder einen Spendenhut. Ein bisschen davon ging heute an einen Akkordeonspieler vor dem Supermarkt. Ich dachte, der hat davon auch was. Und das waren also die Sachen vom letzten Wochenende. Und ein bisschen was hatte ich ja gesagt, die Hälfte geht immer an andere Musiker, entweder an die Gastmusiker, die da sind, oder eben an Leute, ja, wo ich den Eindruck habe, die brauchen es jetzt gut und können es gut gebrauchen, und für die soll das auch sein. So, I'll be posting a link for the donation hat. And thank you again for all your donations that you contributed. I gave a fiver today to the accordionist in front of the supermarket, because I thought he's doing a good tango there and he really deserves it. And I deserve this split, or I reserve this split to for musicians who I feel needed in these times that we live in. So thank you very much for that. Let me just post this here. So. Ja, ich verabschiede mich noch mit einigen Grüßen an meine Familie, die vielleicht zuhört oder morgen beim Sonntagsbrunch dann zuhört. Und meine Schwägerin, insbesondere, die ich letzte Woche schändlicherweise vergessen habe, das ging einfach so in meinem Redefluss unter. Und man weiß ja manchmal auch gar nicht, was man sagt, bevor man es selber hört oder was man sagen will. Also viele Grüße nochmal an die liebe Jurinde in Berlin. Und an alle anderen auch natürlich. Ich weiß, dass ich gucke mir ja die Statistiken an, und die Hälfte der Zuschauer gucken sich es immer später an. Man kommt ja bei den ganzen Streams auch durcheinander. Also dann eben auch euch vielen Dank fürs Hinterherschauen. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Bleibt gesund und munter, und ja, dann bis dann. So, thanks again for tuning in. And yeah, and everything else we can discuss offline and later.
I will be back next week with the next live streaming concerts. And until then, please stay healthy, stay safe, stay sane. And I'll see you then. Bye bye. Oh, habe ich den falschen Link geschickt? Oh ja, ich habe den falschen Link geschickt. Da muss vor dem DE muss ein Komma stehen. Moment. So. That's the right one. I posted the wrong link there with a comma before the top level domain, and that doesn't work, so I replaced it with a dot. With a period. And that's all I can say now. And I hope you'll be having a nice time. And I will catch up with the liquids now. See you soon.